Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Ja, also, wir stehen da, Fenster draußen. Der Händler hat angerufen, wir sollen schnell vorbeikommen. Er hat auch was für uns Kleines zum Ausprobieren, hat er gesagt. Das heißt, wir können es nicht behalten. Nach der Arbeit müssen wir es zurückgeben. Aber er hat gesagt, er hat auch was Wunderschönes. Es ist nicht ganz günstig anscheinend. Die ganze Geschichte, man könnte es aber dann halt, wenn man es möchte, mit Kredit und du weißt nicht, was alles aufnehmen, haben, wenn wir denn davon überzeugt wären, sind, was auch immer. Also, gucken wir uns mal schnell an, was er meint oder was er eigentlich denkt oder was uns da erwartet. Ja, und ob überhaupt das zu uns passt oder halt nicht passt zu uns oder wie auch immer, einmalige Geschichte ist immer gut. Schauen wir mal, wie diese einmalige Geschichte ausgeht. So, also, schnell überfahrend. Ganz schnell. Bevor das Staub ansetzt. Voilà. Weil ich habe so getroffen bei Runde Bier und er hat mal darüber gesprochen, halt, ja, dass ich noch Güre fahren muss und. Und halt dementsprechend das Fass suche und dann hat er gesagt, warte schnell, ich habe da was. Ich kann da mal was organisieren, oder? Gucken wir mal schnell, stellen wir da ein Fahrzeug ab auf dem Parkplatz. Auf jeden Fall, hier Gelände ist leer, bin mal gespannt, wo der was hat. So. Ich hoffe, dass ich den Defend nachher noch behalten darf. Obwohl, wenn man zurückgeben muss, dann sollte das so Thema sein, oder? Dann sollte das nicht so Thema sein. Oha. Alter Schwede, da steht ja mal was drin, du. Oha. Dürfen wir den mitnehmen? Oha. Junge, Junge, das ist aber ein anderes Kaliber, hä? Das ist aber ein komplett anderes Kaliber, würde ich jetzt meinen. Ja. Also, dann halt. Alter Schwede, das ist schon fast zu groß für unseren Hof. Türe zu. Schiebe, da hat man keins, okay. Vorsichtig rausfahrend. Alter Schwede, das ist aber eine Dimension, oder? Da sitze ich jetzt schon eigentlich fast wie im Himmel oben. Kein schlechtes Gerät, aber ich würde sagen, ein bisschen zu groß für unsere Verhältnisse. Ein bisschen zu groß für unsere Verhältnisse. Ja, 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 ja. Ja. Da würde ich schon nicht Nein sagen, hä? Oder was sagt ihr dazu? So, werden wir direkt zum Kaufträger fahren, dann kaufen wir die Gülle und dann gehen wir schon mal mit der Gülle raus. Mal gucken, was uns da erwartet. So, Deli. Junge, 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 ist das ein Ding, du. Fahren wir von hinteren Seite rein in den Hof, nicht, dass wir da irgendwas kaputt machen da vorne. Mal die Leute, wie die im Dorf gucken. Was da eigentlich um die Ecken herumkommt. Da vergisst man fast die Zeit, du. So, da rein. Nicht, dass die Kühe aus dem Stall rauslaufen.
weil sie Angst kriegen. Weil der ganze Stall sehr wahrscheinlich bebt, wenn du mit dem Teil da vorbeifährst. So. Fühle einfach schnell auf. Also, voll Siever, 20.000 Liter geht da rein. Überfüllen ist nicht möglich. So. Ich habe ja fast Angst, damit herunter unterwegs zu sein, weil dass ich ja nichts kaputt fahre, du. Dass man ja nichts kaputt fährt hier. Weil da wird sehr wahrscheinlich ein Lokschaden sehr teuer sein. Da wird der Lokschaden sehr teuer sein. Junge, 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 Junge. Ja, ist aber ganz andere Gerätschaft als das, was wir jetzt, bis jetzt benutzt haben. Hä? Es ist definitiv ganz andere Gerätschaft. Es wäre zu überlegen, vielleicht zum späteren Zeitpunkt sollten wir denn irgendwann größere Felder im Besitz haben, denn ist das optimal. Aber jetzt für diese Feldergrößen, wo wir haben, ist mir das fast schon definitiv zu groß. Da muss ich schon sagen, das heißt, nicht gemeint von unserem Händler, aber das ist dann schon eine Dimension, wo man jetzt eigentlich nicht unbedingt hier brauchen würde. So. Die Gülle bewegt sich ziemlich stark, he? Arbeitsbreite eingestellt. 6,2 Meter passt es eigentlich. Den positionieren wir uns um. Damit das passt mit dem Feldrand. Nicht so ganz, hä? Ich würde sagen, lassen wir jetzt die Breite, so wo wir jetzt haben im Moment, inklusive die Spur. Neu umsetzen. Aktivieren. Hinten aufklappen. So. Und ab geht's. Raus mit der Kacke. Das heißt, werden wir jetzt einfach runterfahren und dann halt uns so dementsprechend halt den Weg ebnen. Fahre ich direkt da die Bahn rüber. Wenn wir jetzt schon unterwegs sind, wir haben Verzug und wäre vielleicht schon optimal, wenn wir sogar einen Güllebomber hätten, wo wir sich am Feld dran stellen würde, beziehungsweise Transportfahrzeug, wo man sich am Feld dran platzieren könnte, um nachher dann am Feldrand noch sich bedanken zu können. So, ich habe heute mit dem Reden, hä? So, ich würde sagen, nehmen wir gerade die Spur da. Und legen wir direkt los. Denn der Rest, wo da am Ende bleibt, das müssen wir dann noch ausgleichen später. Oben hat man auch noch einen kleinen Teil, wo wir den ausgleichen müssen. Aber sollte eigentlich alles gehen. Beziehungsweise sollte eigentlich alles aufgehen. So. Bringen wir die ganze Geschichte raus. Ich habe mir vorgenommen, dass ich mal irgendwann die ganzen Werte mal gerne
die ganzen Werte würde man gerne aufnehmen zum Thema Precision Farming und Felder. Welche Früchte, welch was, wie, was, wo. Müsste auch meine Tabelle nehmen, zum gucken, ob sich da etwas verändert hat. Müsste eigentlich genau gleich sein. Ich weiß noch nicht, ob ich die alte noch finde. Doch, müsste ich noch finden. In der YouTube-Video hat man die verewigt, glaube ich. Vielleicht müssen wir dann nicht alle Werte denn neu machen. Beziehungsweise müssten wir dann nur ganz wenige Sachen ändern, eventuell. Was sicher dazu kommt, ist die Aussaat, bei welchem Boden wie viel Saat gebraucht wird. So, bleiben wir gerade spurtreu hier. Wir haben einen langen Zug. Und müssen den auch irgendwie noch zum Wenden bringen. Aus dem Grund machen wir das also jetzt. So, man sieht's ja, oder? Es ist gar nicht so einfach, Junge, Junge. Eben, jetzt weiß man wieso, dass ich sage, dass wir zu groß sind. Für unsere Arbeitsverhältnisse hier auf der... Auf unseren kleinen Feldern ist das eigentlich eine schöne Maschine, aber die ist einfach definitiv zu gut von unserem Händler gemeint worden. Das ist zu gut gemeint worden, aber sieht nicht schlecht aus. Sieht schon nicht schlecht aus. Macht schon schneller, macht schon lange damit zu arbeiten. So, Deli. Machen wir dann nochmal ein Foto für ein Familienalbum zwischendurch. Sowas muss verewigt werden, vor allem in den heutigen Social-Media-Zeiten. So, rückwärts. Umpositionieren. Am Ende werden wir noch Vorgewände fertig machen. Weil am oberen Ende fehlt ja ein bisschen was. Und da kann auch sein, dass nicht alles korrekt sein wird. Bis jetzt sieht es gut aus, aber eben. Und auch vom Gülleverbrauch her geht es jetzt eigentlich noch. Ich hätte Schlimmeres erwartet, aber das Ganze ist mit der neuesten Technik ausgestattet. Und auch mit Sensorik und alles. Das heißt, unser Gülleverbrauch wird relativ gesteuert bzw. überwacht. So. Fahren wir gleich da durch, nehmen wir den Spitztal noch raus direkt schon mal. So. Bisschen weit rausholen, nicht so schnell wenden. War nix, hä? Ja, die Erfahrung fehlt. Die Erfahrung fehlt, wenn man halt so lange Geräte da hat, dass man halt mit den Geräten umgehen kann auf unseren mickligen Feldern, ist schon nicht so ganz einfach, hä? Et voilà. Ab geht die Post weiter, beziehungsweise es geht weiter wieder mit der Arbeit. Ja, auch ihnen gefällt mir ganz gut, hä? Auch ihnen gefällt mir die ganze Geschichte sehr gut. Schön gefedert alles. Gemütliches Fahren. Klar, Klimaanlage, das haben wir aber in den großen Fan auch. Klimatisiert das ganze, Lenkung. Lenksteuersystem. Was will man mehr, oder? Das moderne Arbeiten ist schon, ja, sehr angenehm geworden.
So, neu ansetzen. Ab geht. So, dann würde ich sagen, der macht aber jetzt zuerst mal die zwei Ausschlüsse hier raus, wo übrig geblieben sind, bevor dass wir dann die letzten Bahnen ziehen. Und im oberen Ende würde ich sagen, machen wir fertig. Ja, ich hoffe, dass es zeitlich alles reicht. Dass uns zeitlich alles reicht. Ihr könnt aber gerne eure Meinung dazu schreiben, zu diesem wunderschönen Gerät, wo wir hier jetzt heute benutzen, beziehungsweise verwenden. Fahren wir gleich so mal eine Runde. Und da wird man sicher noch mal müssen hinten noch mal vorgewendet. Das wird schon richtig schön machen, ja. Da gibt es noch einen Ecken. Ob man den jetzt auf Anhieb so erreichen, weiß ich nicht, werden wir sehen. Ich gebe mein Bestes. Ich gebe wirklich mein Bestes. Nicht ganz, aber fast. Nicht ganz, aber fast. So. Aber diesmal. So, und jetzt haben wir da oben nochmal den Ecken raus. War noch ein Baum im Weg, würde ich meinen. Hä? So, jetzt muss ich schnell rausgucken. Sonst kommt das nicht gut raus. So. Haben wir auch. Dann bleibt noch die letzte Bahn. Ein bisschen Gülle bleibt noch im Übrigen. Ein bisschen Gülle wird sicher noch übrig bleiben. Die müssen wir halt drinnen lassen. Was will man denn? Man kann froh sein, dass man eigentlich die Gerätschaft bekommen haben zum Ausprobieren. Für welchen Güllefass das Virus denn entscheiden werden, was wir denn benutzen werden, für unsere eigenen Bedürfnisse. Werden aber dann definitiv sehen. So. So, Odeli, die letzte Bahn noch, der bleibt noch vorgewendet da oben, da hat man es eigentlich geschafft oder der fällt. Den haben wir es eigentlich geschafft und sehr wahrscheinlich haben wir dann diese Folge so wie gewöhnungs... normalerweise, so wie wir die letzten Folgen immer wieder überzogen haben, haben wir sehr wahrscheinlich diese auch dann überzogen im Endeffekt. Würde mich nicht verwundern, wenn es so wäre. So. Vorfahrend. Passt. So, Dali. Nochmal zurückfahrend. War nicht optimal, aber ich hoffe, es reicht. Mindestens für einen Teil davon. Genau, der obere Neck bleibt noch ein bisschen was. Nehmen wir noch raus und dann gut ist. Dann machen wir noch Sammlung. Foto für ein Familienalbum.
Aber ich sage jetzt schon mal tausend lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Obwohl das nicht alles perfekt gelaufen ist mit dem Arbeiten, aber okay, es muss ja nicht immer alles perfekt laufen. Die Sitzfederung gefällt mir ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Die gefällt mir wirklich sehr gut. So, Dali. Also, Handbremse anziehen, damit das nicht wegläuft. Motor abstellen. Ich sag schon mal, tausend lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis anderes Mal. Tschüss und bye bye.